Hier verschlägt. Ja, ich komme gerade aus Murcia und wollte meinen alten Kollegen Christian besuchen, weil wir mal ein bisschen Kontakt hatten. Ja, ich wohne ja hier in der Nähe momentan und auch schon längeren. Ich könnte dich gleich mal gebrauchen, wenn du Langeweile hast. Ich könnte dich mal gleich gebrauchen, wenn du Langeweile hast. Langeweile? Wir arbeiten hier wie Tiere. Ah, train hard. Work hard. So, kann losgehen? Na klar. Here we go again. Herzlich willkommen zu Werder TV Inside. In diesem Sinne, vamos! Halt, stopp. Aufgewärmte Gags. So weit kommt's noch. Cut. Und außerdem sind Witze mit Namen überhaupt nicht unser Stil. Hannes. Wolf. Leo, das ist bodenlos. Okay, frag nochmal Hannes. Hannes. Wolf. ja, wie auch immer. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Werder TV Inside. Du konntest immer essen, ne? Vamos! Guck mal, nein! Ja, Leute, nicht durchdrehen. Ich hab gesagt, nicht durchdrehen. Ruhig bleiben. Auch wenn die Folge bestimmt ein echter Volltreffer wird. Kommt sie voll durch. Wir waren hier ja im Golfhotel und da hinten ist direkt der Golfplatz. Aber glücklicherweise waren wir zum Fußballspielen hier. Bin ich Freistoßschütze oder Innenverteidiger? Ich glaube, der Punkt ist klar. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und genau deswegen machen wir auch weiterhin Witze mit Namen. Amos. Ah, hast du einen Griff? Ich nenne dir jetzt Vornamen. Ja. Und du nennst den ersten Nachnamen, der dir quasi zu diesem Vornamen einfällt. Oh, wow. Wie viele machen wir davon? Hannes, willst du zuhören? Wie viele machen wir davon? Ein paar. Hannes. Wolf. Ja, wenn er zuhört. Dustin. Schöner. Andreas. Das ist schön, ne? Wer ist das? Peter Fox. Wer ist das? Peter Fox. Wer ist das? Sänger. Ole. Werner. Stefan. Reuter. Kevin. Volland. Benjamin. Benjamin. Fällt mir kein Name ein. Blümchen. George. Tizzlumlewgelu. Das ist unser Mannschaftsarzt. Sironis. Das schreibt man Theodor Siegfried, Ida Richard, Otto Nordpol, Ida Siegfried. Jokes with Names oder in dem Fall Fragen mit Namen. Was meint ihr, ist das ein YouTube-Format wert? Soll das ein ganzes Video werden? Schreibt's doch mal in die Kommentare und dann legt unser Cutter wieder los. Und wenn ihr eh in die Kommentare schreibt, schreibt doch eine Idee für einen Namen für dieses Format direkt rein. Unsere sind ausbaufähig. Wir sind noch auf der Suche auf einen Namen für dieses Format mit den Namen. Du erinnerst dich dunkel an das Format. Keine Ahnung, wie nennt man das Spiel denn? Weiß ich nicht, es hat noch keinen Namen, das ist ja das Problem. Wen kennst du? Nicht gut. Wie gesagt, ausbaufähig, aber ihr macht das schon, da bin ich mir sicher. Und wir kümmern uns jetzt einfach um den Rückblick auf das Trainingslager. Gibt es denn noch eine Werder Outside dann, oder? Wenn wir zurückfliegen, oder? Das quasi gerade machen wir dafür. Ach, das ist es. Also muss ich noch mehr Scheiße labern. Nee, Leo, besser nicht. Wir müssen ja auch ein bisschen seriös bleiben. Also, kein Trainingslager ohne Training. Schaut mal rein, was diese Woche so auf dem Platz los war. Muchachos, ahora vamos a ilusionar. Und gib ihm Druck, Leo.
Entscheidend ist auf dem Platz und witzig ist halt bei Werder TV, zum Beispiel im Zimmerduell. Dieses Jahr gab es wieder zwei und beide verlinken wir euch natürlich hier oben. Wenn ihr mich fragt, beide eine glatte 1. Also, wenn ihr mich fragt. In Schulnoten. Weil ich euch mag, eine 5. Weiß ich jetzt nicht. Und ist das jetzt aussagekräftig? Weil ich meine, das war jetzt nur Leos Meinung. Ich finde es gut, dass der Starke hier neben mir sitzt und gar nichts sagt. Ich halte mich da sowas von raus. Ich kenne auch eure Formate nicht alle. Deswegen. Guck, da geht's los. Amateure. Zum Glück wird hier ansonsten komplett professionell gearbeitet. In allen Bereichen. Kurz, wie hier gearbeitet wird. Geh mal zur Seite. Können wir das bitte in Nahaufnahme machen? Vielleicht rettet uns ja die Inside-Sendung den Schnitt. Boah, weil ich euch mag? Ne, die war schon nicht schlecht. Was ich gut fand, war Vamos. Hat jemand meinen Namen gesagt? Dann der Ramos, der hier, der Amos Pieper. Ist ja ein Riesenschauspieler. Oder? Hat hier einer meinen Namen gesagt? Das fand ich lustig, muss ich sagen. Dann Toni am Mike, Spanisch, fand ich auch nicht schlecht. Habt ihr gut gemacht. Hattest du jetzt eine Schulnote gesagt eigentlich für die Inside-Sendung? Ja, 2 habe ich euch gegeben. Plus. Ja, plus, ja. Das ist doch schon mal besser, aber da geht eigentlich noch mehr. Wie könnten wir denn die Note für die Inside-Sendung noch verbessern? Wie wäre es denn mit einer Werder-Legende? Sagen wir eine mit dem Vornamen Andreas? Cavalier. Lemke. Andreas. Ist denn Andreas Lemke? Andreas. Das ist immer scheiße, jetzt komme ich nicht drauf, wenn gleich wieder ein Sachsächer. Ja. Andreas Busfahrer. Der Pussy. Ja, sicher. Bussi, der heißt Pussy. Hat der Nachnamen unser Busfahrer? Andreas Bussi. Andreas. Ja, Reinke. Torwart, kenne ich sogar noch. Aber steht da vorne. Hallo, liebe Werder-Fans. Ich wünsche euch natürlich alles Gute, vor allem ein gesundes neues Jahr und ganz viele, viele Punkte. Das ist da, wo man schon steht und natürlich ein paar Punkte noch dazukommen, dass es am Ende sehr gut aussieht für die Mannschaft und für euch und dass ihr viel Spaß dabei habt. Also ganz ehrlich, wie kann man besser in die Restrunde starten als mit so einem Trainingslager und Grüßen von so einer Werder-Legende? So, sind wir fertig oder wollt ihr noch was? Also aus meiner Sicht haben wir alles. Außer jemand möchte noch irgendjemand grüßen. Daumen hoch von Ilja Gruje für die Moderation, das freut mich. Ist jemanden grüßen? Nee. Mein Sohn. Hallo Mio. Möchtest du jemanden in die Kamera grüßen? Auf gar keinen Fall. Schaut euch das Spiel lieber nicht an. Ah, umgekehrte Psychologie. Stark, Duxchi. Also, schaut euch auf keinen Fall die Highlights von den Testspielen an und klickt auf keinen Fall hier oben. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Fehlt aus meiner Sicht eigentlich nur noch ein abschließendes Fazit. Am besten von unserem Cheftrainer. Wie würdest du das Trainingslager zusammenfassen? Ja, gemischt. Gibt viele Dinge, insbesondere die Arbeit der Jungs auf dem Platz, war echt gut. Ich glaube, dass wir die Themen, die wir uns vorgenommen haben, auch nochmal klarer gemacht haben. Das war heute speziell in der Spieleröffnung eben bei uns auch zu sehen, dass die Dinge gut funktioniert haben, dass die Jungs auch bei Einwürfen zum Beispiel klarer waren, wie wir diese Situation lösen wollen. So, das waren eben Details, in denen wir gearbeitet haben. Deshalb war das sicherlich positiv. Ansonsten habe ich es gerade schon gesagt, ja, die Belastung, so wie wir sie geplant haben, eben nicht komplett fahren können, weil wir eben heute nicht 2x60 spielen konnten aufgrund der angespannten Personallage. Genauso ist es so, ja, Trainingsplatz hätte einen Tick besser sein können. Also es gibt schon noch Dinge, die einfach ja, auch nicht optimal gelaufen sind in dieser Woche. Aber die Leistung auf dem Platz oder die Arbeit auf dem Platz war intensiv von den Jungs und auch von der Qualität her vernünftig. Das ganze Interview mit Ole Werner findet ihr bei Werder TV. Klickt da mal rein und dann würde ich sagen, haben wir wirklich alles gesehen, was hier in Spanien los war. Ich bin raus. Ja, den sehen wir nicht mehr wieder. Ha, mal schauen. Hat schon Spaß gemacht, mal wieder die Inside-Sendung zu moderieren. Ich würde euch empfehlen, abonniert die offiziellen Werder-Kanäle, damit ihr es nicht verpasst. Wäre ja blöd, wenn ihr das größte Comeback der Werder-YouTube-Geschichte dann nicht mitkriegen würdet. In diesem Sinne, ne? Auf Wiedersehen. Liebe Leute, das war's. Schön, dass ihr uns verfolgt habt hier im Trainingslager. Wir hatten sehr viel Spaß. Oh, jetzt muss ich aber aufhören. Filmt mal, Grosso macht Torabschluss. Jetzt bitte ganz nah drauf halten. Christian Groß am Ball. Vorbei an Forsberg.
Und was macht er? Ja, legt ihn sich hin. Ich würde ihn auswechseln. So, auf Wiedersehen. Vielen Dank und was sagt man noch so? Hannes. Wolf. Und Leonardo? Da Vinci. Fällt dir kein anderer ein, oder? Retourkutsche.